Mit Hilfe des MarketWatch-Fensters öffnen wir das Diagrammfenster Component Chart. Wählen wir das Instrument und Timeframe aus. Im Feld Chart Type wird der Barchart automatisch angezeigt. Klicken wir Apply. Es gibt einige Barchart-Typen. Der klassische Open Close High Low, High Low Max Volume, in dem nur die High-Low-Werte und die maximale Barwerte gezeigt werden. Nur High-Low-Bar, Open-Close-Max-Volume, der den Öffnungs- und Schließungspreis und das maximale Barvolumen widerspiegelt. Und High-Kin-Ashi. Gehen wir nun zu den Bar-Chart-Einstellungen. Setup, Settings, Bar-Tick. Hier können wir die Dicke, den Ton und die Farbe der Bar ändern, sowie andere Optionen einstellen. Als nächstes haben wir die Einstellungen des zweiten Diagrammfensters. Darüber sprechen wir ein bisschen später. Die Farben der Baröffnung und der Barschließung, des maximalen Volumens sowie die Farbe der steigenden und senkenden Bars. Als letztes sind die Tick-Chart-Einstellungen zu finden. Weitere Chart-Fenster-Einstellungen befinden sich im Setup-Menü Settings Miscellaneous. Hier können wir zum Beispiel das Flow-by-Cell-Histogramm deaktivieren, die Skala-Schrift und den Chart-Hintergrund ändern. Es gibt auch weitere Einstellungen. Es gibt auch Möglichkeit, die Limits einzustellen. Setup – Limit. Nehmen wir zum Beispiel das Delta. Lassen wir die Bars filtern, bei denen Delta beim Kauf höher als 200 ist. Diese Bars werden jetzt auf dem Chartfenster mit grüner Farbe angezeigt. Auf derselben Weise kann man die Limits für Delta-Prozent, Kauf-Verkauf-Imbalance, die Trades und Tickzahl sowie die Gesamtvolumen einstellen. Auf der Systemsteuerung gibt es die Funktion Second Chart. Sie ermöglicht, den zweiten Chart gleichzeitig mit dem ersten zu laden. Booten wir zum Beispiel Nasdaq und S&P Futures. Die Funktion Multichart erlaubt, die gleichen Instrumentzeitspannen, aber für verschiedene Zeitfenster zu herunterladen. Fahren wir mit dem Tickchart fort. Im Feld Chart Calculation Type wählen wir den Tickchart aus. Klicken wir Apply. Die Funktion Line Time ermöglicht, das Sekundendiagrammfenster aufzubauen. Dann ist die Sekunde als Trendzeichen auf die Zeitskala. Wenn wir die Funktion deaktivieren, dann wird das Chartfenster auf der Basis der neuen Angaben Tick nach Tick aufgebaut. Beachten wir auch die Funktion, die erlaubt, den Chart automatisch nach rechts zu verschieben. Das ist die grüne Taste in der rechten unteren Ecke. Auf der Systemsteuerung gibt es einen Filter. Wir können zum Beispiel nur die Ticks widerspiegeln lassen, deren Volumen größer als 3 Lots ist. Es gibt auch die Funktion Timeframe 2. Mit Hilfe dieser Funktion kann man die Profile des ausgewählten Zeitraums anzeigen, zum Beispiel die Profile jede 5 Minuten zu bauen. Die Chart-Tick-Einstellungen befinden sich im Setup-Menü Settings Bar Tick. Es gibt auch die Tick-Chart-Limit-Einstellungen, Volumen, Delta, Trades und Big Trade.